Ja, hallo und willkommen zum heutigen Video, das sich wieder mit Diskriminanten beschäftigen wird, und zwar mit der Diskriminante der kubischen Gleichung. Das heutige Thema wird eher was für Hartgesottene sein, so nach dem Motto, nur die Harten kommen in den Garten. Das ist auch ein Grund, warum die kubische Gleichung immer noch sehr unbeliebt ist, da man sozusagen zum Wesenskern dieser Angelegenheit nur mit etwas Mühe vordringt. Was haben wir bisher gelernt? Wir wissen, dass die allgemeine kubische Gleichung a z hoch 3 plus b z Quadrat plus c z plus d gleich 0 überführt werden kann in eine sehr einfache Form, nämlich in diese essentielle Form rho hoch 3 minus rho plus Omega gleich 0. Und in diesem Omega haben wir ja kennengelernt die Tatsache, dass sämtliche Koeffizienten einfließen, sozusagen wie beim Stein der Weisen. Alles zusammengefasst, eingekocht zu einer Zahl Omega. Und von dieser Gleichung haben wir ja schon eine algebraische Lösung mittels Radikale gefunden. Und wir wissen, dass dieses Rho gleich Minus der dritten Wurzel aus diesem Omega halbe plus Wurzel aus Omega Quadrat minus 4 27stel halbe. Dann haben wir noch einmal das gleiche Radikal scheinbar, allerdings mit einem anderen Vorzeichen, nämlich Omega halbe minus diesen Omega Quadrat minus 4 27stel halbe ist. Ja, das ist also die Lösung für Rho. Und hier sehen wir, dass ein Hund begraben liegt, nämlich in dieser Quadratwurzel. Da steckt ein Ausdruck drin, der uns unangenehmerweise negativ werden kann. Also wir müssen einmal, um diese Radikalform verwenden zu können, ohne komplexe Zahlen rechnen zu müssen, mal garantieren, dass Omega Quadrat größer als 4 27stel ist. Dann ist die Welt schön und angenehm. Dann können wir die Kubikwurzeln ziehen. Und genau das wird uns auf die Diskriminante führen. Was war unser Omega? Wie hat es ausgeschaut? Omega von A, B, C und D war 2 b hoch 3 minus 9abc plus 27a Quadrat d dividiert durch 3 mal die Wurzel aus 3. Und hier haben wir die Wurzel aus b Quadrat minus 3ac, das Ganze hoch 3. Das war also unser Omega. Und wir sehen, dass hier noch ein Hund begraben liegt. Über den wollen wir aber erst später sprechen. Also wir sagen einmal, was ist da das Unangenehme? Na, das muss natürlich größer als 0 sein. Es könnte natürlich anders sein. Es könnte negativ sein, dann haben wir ein imaginäres Omega. Das wollen wir mal außer Acht lassen. Wir sehen also die nächste Entwicklung unter dem Aspekt, dass b² größer als 3ac ist. Und zwar größer und nicht gleich, denn sonst haben wir eine Singularität, die werden wir auch noch besprechen. Also wir beschränken uns derzeit einmal auf diesen Spezialfall und werden aus dieser Bedingung her dann die Diskriminante der kubischen Gleichung herleiten mit etwas Blut, Schweiß und Tränen. Allerdings, wie schon gesagt, nur die Harten kommen in den Garten. Das ist also die Hürde, das sollte einen sozusagen anspornen, bis zum Schluss dabei zu bleiben. Ja, das ist alles auf der nächsten Tafel. Ja, hier auf der Tafel sind sämtliche Formeln zusammengefasst, die wir jetzt noch brauchen, um die Ungleichung auszuwerten. Und es geht also darum, dass wir diesen Bruch hier quadrieren und dann schauen, was wir aus der Ungleichung herauskitzeln können. Okay, beginnen wir mal mit 2b hoch 3 minus 9abc plus 27a Quadrat d zum Quadrat dividiert durch, dann haben wir 3 mal Wurzel aus 3, das ist 27, wenn wir es quadrieren. Und dann haben wir hier eine dritte Potenz, und das können wir durchs Quadrieren auch schon auflösen, diese Wurzel. Minus 3ac steht dann unter dieser Klammer. Und das Ganze muss jetzt größer sein wie 4 27stel. Und jetzt können wir natürlich 27 gleich kürzen, machen das Ganze nennerfrei, indem wir mit dieser dritten Potenz hier multiplizieren.
Und dann brauchen wir also nur noch dieses Trinom quadrieren zuerst einmal. Gut, dieses Trinom ergibt dann Folgendes beim Quadrieren. Wir haben dann 4b6 hoch 6, dann haben wir plus 81a Quadrat b Quadrat c Quadrat, dann haben wir plus 27 zum Quadrat a hoch 4d Quadrat und die Mischterme ergeben dann minus, hier haben wir 4 mal 9, das ist 36 a b hoch 4c, dann haben wir 2 mal 4 mal 27 plus 4 mal 27 und hier haben wir a Quadrat b hoch 3d und dann haben wir noch diese Kombination, das ist dann minus 18 mal 27 mal a hoch 3b c d. Das wäre also auf der linken Seite der Ungleichung, auf der rechten Seite haben wir dann diese dritte Potenz b hoch 3 minus 3ac hoch 3, das ist also b hoch 6. Allerdings müssen wir das dann noch mit 4 multiplizieren, das machen wir im nächsten Schritt. Und dann haben wir, nehmen wir das gleich zur dritten Potenz, dann haben wir 27 a hoch 3 c hoch 3. Dann haben wir die nächste Potenz wieder negativ, das ist der Mischterm. Das wäre 9 mal a b hoch 4, das ist a b hoch 4 c. Und dann haben wir plus 27 und jetzt haben wir a Quadrat b Quadrat, c Quadrat. Diese Klammer muss man natürlich dann noch mit 4 multiplizieren. Das machen wir im nächsten Schritt. Also mal 4 ergibt dann 4 b der sechsten, 4 mal 27 a Quadrat, b Quadrat, c Quadrat. Gut, jetzt müssen wir natürlich hier mal Ordnung schaffen. Wir sehen, dass wir auf der linken Seite und auf der rechten Seite diese gleichen Terme mal streichen können. Das gleiche finden wir also hier 36 ab hoch 4c, auch hier ab hoch b hoch 4c und das restliche muss man dann sozusagen auf die andere Seite bringen. Wir haben dann also auf der linken Seite 81 a Quadrat b Quadrat und c Quadrat, dann haben wir plus 4 und dann haben wir minus 18 mal 27 a hoch 3 b c d. Damit sind wir mal mit der linken Seite fertig. Und jetzt bringen wir diesen ganzen Term auch auf die linke Seite. Das bedeutet also, wir haben hier minus 4 mal 27 a Quadrat b Quadrat c Quadrat. Das wäre diese Geschichte hier. Und dann haben wir plus 4 mal 27 a hoch 3 c hoch 3 und das muss größer als 0 sein. Okay, wo sind jetzt ähnliche Terme noch? Hier haben wir was und hier haben wir was. Das sind minus 108 a Quadrat b Quadrat c Quadrat. Hier haben wir 81, also bleibt insgesamt minus 27 a Quadrat b Quadrat c Quadrat und alles andere können wir übertragen. Da haben wir also plus 27 zum Quadrat minus 18 mal 27 a hoch 3 b c d. Das ist erledigt. Und dann haben wir noch plus 4 mal 27 a hoch 3 c hoch 3 größer gleich 0. Gut, wunderbar. Nun, was können wir da noch erledigen? Wir können mal 27 hier überall herausheben, wie wir sehen. Und dann haben wir überall zumindest die zweite Potenz von a. Also können wir rausheben 27 a Quadrat. Dann bleibt hier, beginnen wir mit dem Term 27 a Quadrat d Quadrat. Damit wäre das erledigt. Dann haben wir 4 mal, und hier haben wir minus 18 an a, b, c und d. Das soll also größer gleich 0 sein. Da natürlich a nicht verschwinden wird, kann
die ganze Variabilität nur hier drinnen liegen in der Klammer und diesen Ausdruck, der in der Klammer steht, den wollen wir also die Diskriminante der kubischen Gleichung nennen. Wir schreiben also noch einmal einigermaßen übersichtlich, die Diskriminante der kubischen Gleichung wäre also 27 a Quadrat d Quadrat plus 4, nehmen wir hier das a vor, a c hoch 3, das wäre hier der Term, plus 4 b hoch 3 d, und dann haben wir noch negative Terme b Quadrat c Quadrat minus 18 a, b, c, d, größer gleich 0. Das ist also das Kriterium dafür, dass wir hier unter dieser Quadratwurzel positive Zahlen haben, dass also sozusagen das Ziehen an der Kubikwurzel uns nicht nötigt, komplexe Zahlen zu berechnen. Und das ist also sozusagen mal unser Zwischenergebnis. Und jetzt schauen wir uns diesen Ausdruck noch einmal genauer an, wie diese Potenzen von A, B, C und D hier auftreten und strukturiert sind. Ja, hier also noch einmal in aller Pracht die Diskriminante an die Tafel gemalt. Und die Frage ist jetzt, was passiert, wenn dieses Delta kleiner als 0 ist? Das wissen wir allerdings schon, dann haben wir drei reelle Lösungen. Das ist diese Sinusfunktion mit dem A-Cosinus im Argument. Das ist der alte Kasus irreduzibilis, das heißt also der Fall, in dem wir die Kubikwurzel aus einer komplexen Zahl ziehen müssten. Und der obere Fall ist eben der, in dem eine reelle Lösung auftritt. Gut, das nächste, was wir uns anschauen, wir untersuchen einmal die Struktur von diesem Ausdruck. Und was wir sofort sehen, ist, dass wir hier die Summe der Potenzen, der Koeffizienten, sofort ermitteln können. Wir haben hier 2 und 2 ist 4, 1 und 3 ist 4, 1, 3 und 1 ist 4, 2 und 2 ist 4, 1 und 1 und 1 und 1 ist 4. Was wir aber noch sehen, ist, wenn wir folgende Betrachtung anstellen. Wir sagen, a würde t hoch 0 sein, b würde sein t hoch 1, c würde t zum Quadrat sein und d würde t hoch 3 sein. Dann würde jedes Glied die Potenz 6 haben. Probieren wir es mal aus. Wir haben a, das a zum Quadrat wäre t hoch 0, hoch 2, mal, hier haben wir d, t hoch 3, hoch 2, also haben wir insgesamt t hoch 6. Das würde mal stimmen. Das nächste Glied wäre also t hoch 0 mal t Quadrat hoch 3 ist wieder t hoch 6. Und dann haben wir das gleiche Spielchen mit b Quadrat und c Quadrat. Wir haben also t hoch 1 zum Quadrat mal t Quadrat zum Quadrat. Und das ist also 2 und 4 ist auch wieder t hoch 6. Und hier ist es auch klar, hier haben wir t hoch 0 mal t hoch 1 mal t hoch 2 mal t hoch 3 ist natürlich auch wieder t hoch 6. Das ist also sozusagen auch eine Merkhilfe für diese Formel. Damit wollen wir es einmal zurzeit gut sein lassen. Also nach dieser anstrengenden, brutalen Rechenarbeit haben wir uns eine Pause verdient. Und falls es nicht allzu schlimm war, bitte liken. Und wer dann noch interessantere Dinge mit dieser Formel erkundschaften will, der soll den Kanal bitte auch abonnieren. Also dann, tschüss, bis dann.